Hallo Freunde an den Empfangsgeräten zu Hause. Heute geht es um das Thema Pumptracks. Ein Pumptrack ist ein Kurs bestehend aus Wellen- und Anlegerkurven. Durch gezieltes Be- und Entlasten des Fahrrads generiert man Geschwindigkeit, nicht wie beim normalen Fahren durch Treten. Jetzt ist es nicht optimal, so einen Pumptrack mit dem Enduro mit 180 mm Federweg zu fahren, denn die Federung, die schluckt einiges an der Energie, die man durchs Pumpen generiert, weg. Ja, deshalb habe ich mich entschlossen, mir was Neues zuzulegen. Das ist ein 26 Zoll Hardtail Dirt Jump Bike, dessen der Gabel mit 100 mm gefedert ist. Dadurch hat man natürlich eine viel direktere Kraftübertragung auf den Boden, was die Geschwindigkeit deutlich erhöht. Auf den Trails habe ich bei den Anliegern immer so ein bisschen Schiss, dass ich da irgendwie wegrutsche, zu schnell bin oder zu langsam oder keine Ahnung. Aber seit ich jetzt begonnen habe, Pumptracks zu fahren, bin ich da mit wesentlich mehr Selbstsicherheit und Selbstvertrauen am Start. Man kann auch jederzeit aus dem Pumptrack rausfahren, ohne gegen den Baum zu prallen. So wie ich als Anfänger kann man einfach nur ganz gemütlich durchrollen. Aber je schneller man fährt, umso anspruchsvoller wird ein Pumptrack. Man kann aus der Kurve raus in die Kurve reinspringen. Man kann die Wellen doublen. Also genug Platz zum Spielen, und umso schneller man fährt, umso schwieriger wird das ganze Ding und umso anspruchsvoller. Das ist für die Technik, das ist halt meiner Meinung nach schon richtig gut, und man baut auch enorm viel Kondition auf, weil es extrem schlaucht, das ganze Ding. Falls ihr einen Pumptrack in der Nähe haben solltet, fahrt auf jeden Fall mal hin. Es lohnt sich. Es macht Spaß, bringt enorm viel für die Fahrtechnik, und wenn es mit dem Fully ist, egal. Besser machen als lassen. So, das war's jetzt auch schon. Ich hoffe, ich konnte euch vielleicht ein bisschen inspirieren, auch mal zu einem Pumptrack zu gehen und dort zu fahren. Wenn euch das Video gefallen hat, empfehlt den Kanal weiter. Falls nicht, behaltet es für euch. Nee, Quatsch. Ich würde mich über ein Abo freuen, und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Bis die Tage.